Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich grüße euch aufs Übelste und so weiter und so fort. So, hier kommt jetzt gerade endlich mal ein Zug an, der sonst nie die Chance hatte dafür. Nämlich dieser Zug hier, der eigentlich Holz abholt. Und das ist bitter notwendig, weil hier stapelt sich's schon, ne? Und deswegen, das muss weg. Und der ist halt dringend erforderlich, sonst bricht uns hier unsere ganze Holzproduktion ein. Und dafür stehen natürlich jetzt hier Züge bereit. Insbesondere natürlich auch diese, die wir komplett geoutsourced haben. Und hier haben wir natürlich jetzt auch noch viel mehr Action als vorher schon. So. Jetzt gucken wir mal, ob die sich nämlich nach wie vor hier den Wolf stehen. Weil das nämlich, glaube ich, nur einer ist. Und das könnte nämlich ganz gut gehen. Ne, das sind zwei. Und da steht der zweite, okay. Gut, so lange laden die jetzt auch zum Glück nicht. Das geht relativ flott. So. Was macht denn der eigentlich? Schwerte 2. Oh ja, der lädt mächtig ein, du. Gar nicht so schlecht. Wir kriegen diese Hubs noch leer. Früher oder später. Kostet halt mal ein bisschen was. So. Der nächste ist nämlich schon am Reinstarten. Das macht aber nichts, weil der jetzt nämlich zwischen reinfahren darf. Und dann verteilt sich auch die Linien einen Ticken schöner. Weil der hat ja auch nichts dabei, ne? Der ist ja auch schon ein bisschen verbraucht unterwegs. Lass mal gucken. Ja, naja. Viel dabei haben die nicht. Aber der hat auch noch nie Gewinn gesehen. Also von daher gönnen wir ihm das mal. So, jetzt laden die auf. Einladen geht natürlich ratzfatz. Und weg damit. So, der nächste kommt. Der dürfte aber gar nicht. Oder der kann auch gar nicht. Jetzt gucken wir mal. Jetzt fährt nämlich der schon. Weil der nun... Ja, ist der Trick dabei. So, der nächste kommt von oben. Wie gesagt, alles eine Frage der Zeit hier, dass wir ja laufen lassen. Da kommt schon wieder einer, der schafft es aber mit dem unten garantiert sich zu arrangieren. Und hier steht er erstmal. Ja, gut. Das tut nicht weh, die stehen nur kurz. So, die Schwerte 3 bekommt Bretter und Baumstämme. Dummerweise allerdings nichts zum Beißen. Weil da kommt zu wenig an. Oh. Da kommt nicht nur zu wenig an, da kommt gar nichts an. Okay, pass auf. Dann machen wir Folgendes. Wir arrangieren uns mit der Lage. Wir haben hier eine Bretter-Schwerte-Geschichte und wir haben eine Waren... Alter Schwede, ist hier viel los. Waren-Schwerte. Pass auf, die Warenschwerte wird jetzt umgebaut. Die Warenschwerte wird umgebaut. Die hat ja Haltepunkte, und zwar nicht nur wenige, sondern relativ viele. Ah nee, das bringt uns da alles nichts. Das bringt uns nichts. Warte mal, welche ist denn das, die hier abseits der Linie hängt? Das ist doch nicht die Ziegellampe. Erzähl doch keine Geschichten. Rot ist das. Und die macht nämlich Folgendes. Genau. Die kann alles, aber nichts richtig. Jetzt machen wir Folgendes. Wir splitten die auf. Wir machen jetzt eine neue Linie. Und die geht von hier nach da. Ich mache das gerne über zwei Linien, ihr wisst das. Rot, Lampe, 2. So, da die eh sehr kurz ist, kann man da eigentlich nichts draus machen. Das Ding ist eigentlich ein schwieriges Eisen. So. Das Ding ist eigentlich ein schwieriges Eisen, weil die ist schwierig. So.
genug gesagt dazu. Pass auf, wir machen das jetzt so, die wird zur Bro 2 plötzlich erklärt. Jetzt haben wir die aufgesplittet. Jetzt sagen wir, du hier bekommst jetzt einen sofortigen Fahrzeugersatz. Wir machen alles raus, was drin war. Und gucken uns jetzt mal an, was könnten wir da nehmen? Elektrisch? Vollgas? Der da unten hat mir ganz gut gefallen. Warte, der da. Und den nehme ich jetzt dafür auch. Einmal das. Und jetzt müssen hier, das hier ist die reine Brotlinie. Da muss Getreide wegkommen. Und zwar massig an Getreide muss hier rausgehen. Was haben wir da? 18 Getreide steht an. Aha, das kann nix. Die können auch nix. 24 Getreide. 30 Getreide. Ich glaube, besser wird's nicht mehr, oder? Nee. Ich glaube, mehr als das kriegen wir nirgendwo. Okay, pass auf. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie lang sind die Züge, die da drauf sind. Sieht man ja nicht, ne? Aber es schaut auf jeden Fall ziemlich groß aus. Ja, warte mal, das ist ja total Blödsinn. Die können ja beides mitnehmen. Die hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Okay. Dann, das wird wieder umgeswitcht. Der geht wieder auf die Brotlampe. Und die zweite machen wir dicht. Ja, das muss man wissen, sonst geht's nicht. So, Aktualisierung, Marsch. Ich hoffe, der hängt jetzt nicht hinten raus. Das wäre der ganz schlimme Fall. Yes, yes, 690 nimmt er mit. Der pumpt jetzt mal ganz schnell diese ganze Linie einfach radikal leer. Und da, meine Lieben, möchte ich jetzt sehen, was der verdient mit dieser Linie. 507 Getreide kommen jetzt an diese Produktionsbase. Und die hier kann er auch komplett wegsaugen. Und da freue ich mich gerade massiv drauf. Natürlich wird er nie schnell werden. Das war aber schon eigentlich von vornherein klar, dass der nie schnell wird. Der war ja schon noch nie schnell. Also warum soll das jetzt werden, ne? Versteht ihr mal ein Argument an der Sache vielleicht? Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe es einfach mal, dass ihr da mit mir dabei seid. Gucken wir mal, 1,1 Millionen mit einer Fahrt. Das ist schon ein Schnuckelchen, ja, muss man sagen. Gucken wir mal. Der pumpt die Fabrik jetzt einfach mal leer. Also das ist jetzt einfach mal zack und weg. So. Und jetzt hat er die volle Ladung an Brötchen am Start. Die sich ja auch wieder auf diesen neuen Zug betrifft. Der will nämlich da auch noch mitverdienen dran. Ganz gerne mal. Gucken wir mal. Wie gesagt, wir kriegen hier das Unmengen an Getreide weg, das ja von allen Seiten immer wieder rankommt. Weil die Brotfabrik natürlich ja braucht. Die braucht ja nicht umsonst. Die hat ja auch tatsächlich den Bedarf. Und das macht sie an der Sache ganz, ganz toll. Und damit werden jetzt gleich Brötchen produziert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Mit 2,03 Millionen. Das ist schon ein Schätzlein da. Das ist schon ein Schätzchen. So, jetzt wird hier Brot ins System gestreut. Also in alle Richtungen, um genau zu sein. 600 könnt ihr mitnehmen oder ein paar Brötchen. Ne, er nimmt fast 600 mit. Ich bin gespannt. Da kommt schon der nächste an. Eieiei. Diese Brötchen, die im Übrigen liegen. Also ich hoffe ja tatsächlich, dass auf die Schwerte 3 mal dem nächsten paar Brötchen draufkommen. Aber
Wo sind denn die ganzen Brötchen jetzt? Warte mal, Brot, 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 Lebensmittel. Auf der Löhne liegen die. Die wollen alle auf die Löhne runter. Ich bin gespannt. Aber so viele sind es gar nicht, ne? Es wird aufgefüllt, aber überall gleichmäßig. Also jeder hat jetzt gerade so ein bisschen Brötchenbedarf. Okay, das muss man anders machen. Das hilft so nichts. Das Problem ist, die Idee war da. Ich wollte es umgesetzt haben, aber hier kommen wir nicht mehr zurecht. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass diese Überleitung hier, dass die ganz gut funktioniert. Jetzt haben wir das dauerhafte Problem, da stehen eigentlich immer Züge rum, die eigentlich ohne Probleme weiterfahren könnten, weil die gar nicht betroffen sind hier. Die fahren ja eh ab. Das heißt, wir ziehen die jetzt im Prinzip hier raus und leiten die hier wieder drauf. Dann stören die gar nicht und die anderen Züge können unbehelligt nachrutschen. So, setzt natürlich jetzt voraus, dass wir dem hier wieder sagen, nee, Achtung, warte mal, wenn da ein Zug kommt, dann stellst du dich bitte hinten an und sagst, machst hier keinen Stress, sondern das geht halt so jetzt einfach. So, gleiches Prinzip machen wir hier. Achtung, wenn da ein Zug kommt, bleibst du bitte aus dem Weg und machst keine Ärger. So, okay. Jetzt gucken wir mal schnell, das ist die Warnschwerte 3. Hat die hier irgendwo einen Ansatz? Die fährt von 1 los, von Lampe. Dann kommt sie auf jeden Fall am Signal Raunheim vorbei. Da wollen wir aber noch gar nicht hin. Glaube ich zumindest, ja. Kommt hier vorbei. Und beim Rückweg, bei Raunheim, danach, kommt sie quasi hier oben vorbei. Und schwuppdiwupp schaut die Lage schon gar nicht so schlecht aus. So, dann kreuzt die zwar diese Linien immer ein bisschen, aber ist nie so wirklich ganz drauf. Macht natürlich jetzt noch keiner, macht aber später dann jeder. So ist die Idee dahinter. Okay. Gucken wir mal, geht gerade so rein, das Ding, ne? Ja, wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass hier jetzt Lebensmittel auch auf die Schwerte 3 kommen, weil sie einfach nicht wegkriegen. Gucken wir, hier wird weiter aufgefüttert. 507 Getreide kommt hier wieder weg. Also das Getreidestand, der kann jetzt wirklich loslegen, weil der kommt jetzt von jeder Ecke, kann der jetzt zugebracht werden. Und hier ist auch wahnsinnig viel noch im Lager drin und da kommt ja auch der nächste Zug schon wieder raus. Das Potenzial ist ja riesig. Jetzt hoffe ich, dass der nächste ankommt, bevor das leer ist. Dann würden wir da definitiv nochmal ganz gut Gewinn rausziehen. Aber das schaut sensationell gut aus. Das schaut wirklich so gut aus, dass ich da echt Freude dran habe. Also wirklich Freude. So, jetzt lass mal gucken. Ja, pumpt da schön raus. Pumpt da schön raus. Das funktioniert. So. Und mitnehmen tut er natürlich auch. Ja, ganz gewaltig sogar. Gucken wir mal schnell. Yes, geht ganz gut hoch. Nicht so viel, wie ich erwartet habe oder gehofft habe, aber zumindest schon mal ein ganz guter Ansatz. Brötchen dürfen jetzt genommen werden, meine Lieben. Je mehr Brötchen tatsächlich, desto besser. Ob die jemals hier drauf kommen, ich weiß es noch nicht. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Und der Zug macht ja jetzt hier auch einen ganz guten Job. Das heißt, der fällt ja hier gar nicht auf. Der macht ja hier wirklich sein eigenes Ding. Und schwimmt hier nur so ein bisschen mit den anderen Zügen mit. Ab und zu kommt er mal wieder in die Fahrrinne rein und dann fährt er wieder raus. Der ist so ein bisschen freischaffender Künstler, wenn es schnell gehen muss. So ein Überlaufschutz, möchte ich fast sagen. Der Zug hat mit den anderen Zügen gar nichts am Hut. Der ist nur dafür da, wenn irgendwann mal die Suppe brennt, ja, und auf der Hauptroute mehr umgesetzt wird, als es bisher so der Fall ist, soll der den Job übernehmen und sagen, okay, ich kann hier ganz, ganz gewissenhaft, kann ich hier Rohstoffe noch wegbringen und eben auf den Hub laufen lassen. Gerade Lebensmittel sehe ich hier ganz besonders selten. Was sagt Schwerte eigentlich dazu? Schwerte ist ja eine Stadt,
die ist sehr groß geworden. Und hier, 1% wird gerade mal ein Brötchen hier unten angeliefert. Da hängt quasi unser gesamtes Konzept, hängt hier unten schon am Eingang. Sprich, diese Linie ist gar nicht mal so abwegig. Die wird eigentlich gebraucht. Gucken wir mal schnell. Auf der wahren Schwerte liegen viel zu viele Lebensmittel und dafür ist der Überlauf da. Wenn es knapp wird, kommt auf diesen Ausweichpunkt im Prinzip ganz besondere Aufmerksamkeit zu. Aber auch das, wie gesagt, muss ich erstmal einpendeln. Das geht jetzt gerade nach oben. Wie weit das noch wirklich nach oben geht, wissen wir noch gar nicht. Ich vermute mal, es wird noch sehr, sehr weit nach oben gehen. Im Augenblick kommen wir gerade so ein bisschen an eine Leistungsgrenze, weil dieses Ding hat im Laufe der Zeit einfach nie wirklich viel mehr produzieren müssen, weil es immer so langsam ging, ne? Und das musste sich dann auch alles aufteilen und war alles gar nicht so einfach. Jetzt produzieren die zum ersten Mal seit langem wieder richtig und da freue ich mich drauf. Also meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr Bock habt, bis dahin, habt eine tolle Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.